Schwere Vorwürfe gibt es jetzt gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bei unseren Nachbarn in Deutschland. ARD und ZDF würden bei Interviews zu aktuellen Themen scheinbar zufällig ausgewählte Passanten auf der Straße befragen, die sich in vielen Fällen als politische Funktionäre entpuppen, was aber nicht erwähnt wird. Medienwissenschaftler werfen den Gebührensendern heute vor, damit die öffentliche Meinung gezielt zu beeinflussen. Ein Fernsehbeitrag des Mitteldeutschen Rundfunks. Berichtet wird über eine Demo gegen rechts in der Stadt Aschersleben. Im Zentrum steht Norbert Jahn. Im Beitrag wird er so angekündigt. Heute nun treibt es den Arzt im Ruhestand wieder auf die Straße. Als Ordner und Mitorganisator sogar. Dass der 63-Jährige aber nicht nur ein pensionierter Arzt, sondern auch ein Politiker ist, wird den Zuschauern auch im Namensinsert verschwiegen. Tatsächlich ist er auch grünes Mitglied im Kreisvorstand. Den Medienwissenschaftler Norbert Bolz überrascht dieses Vorgehen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht. Das ist natürlich schon grenzt ein bisschen an Bösartigkeit, weil ja immer unterstellt wird, das sei eine zufällige Begegnung. Also ein zufälliger Teilnehmer oder Zuschauer würde sich mit seiner Meinung hier präsentieren. Im Grunde weiß jeder, dass da manipuliert wird. Und nachdem diese Fälle ja jetzt schon in Reihe aufgetreten sind, ist auch der ganz normale Fernsehzuschauer schon gewarnt, wenn er die Stimme des Volkes zu hören bekommt. Im Internet hat der Blog ÖRR mittlerweile Dutzende Fälle dokumentiert, wo sich interviewte Passanten als linke, grüne oder SPD-Politiker entpuppen, was aber im Fernsehen nicht erwähnt wird. In Düsseldorf etwa pickt sich das ZDF unter 100.000 Demonstranten Felix Olberts scheinbar zufällig für ein Interview heraus. Wie sich herausstellt, kandidiert Olberts für die SPD. Der Westdeutsche Rundfunk stellt diesen Mann den Zuschauern als einfachen Anwohner vor. Tatsächlich ist auch er bei der SPD. Der Hessische Rundfunk geht vor wenigen Tagen aber noch einen Schritt weiter und interviewt auf einer Demo seine eigene Redakteurin, ohne darauf hinzuweisen. Gruppen, die so unter Woke, Identitätspolitik und so unter Kulturkampf abgehandelt werden, das sind die Menschen, die damals nicht mehr leben sollten. Auch in diesem Fall sieht der Medienwissenschaftler keinen Zufall. Ich glaube, es ist mit Sicherheit so, dass nichts durchrutscht, sondern dass das alles Absicht ist. Peinlich ist es eben nur, dass es hin und wieder aufgedeckt wird und dann muss man in irgendeiner Form reagieren. In diesem Fall entschuldigt sich der Sender. Nach der Fernsehausstrahlung wird das Insert in der Fassung für das Internet korrigiert, sodass aus der Demonstrantin eine Mitarbeiterin des Hessischen Rundfunks wird.